Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Herrn Reinhard Pelter. Hallo Reinhard. Herr Pelter ist seit 1980 bei der Firma Siemens beschäftigt und dort seit 1991 im Unternehmensreferat Normung und Regelsetzung tätig. In seiner Funktion als Sekretär des für IEC 61140 zuständigen TC64 und auch als Convener der zuständigen Maintenance-Gruppe ist er der Experte in den Normungsgremien der DKE für das heutige Thema. Darüber hinaus ist er in verschiedenen Projekten und DKE-Arbeitskreisen aktiv und zudem Obmann des DKE UK 221-1 Schutz gegen elektrischen Schlag. Wir freuen uns, ihn als Experten für das heutige Webinar gewonnen zu haben. Vielen Dank vorab. Nun noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Mein Name ist Dirk Bartel und ich werde heute Ihr Moderator sein und Sie durch diese Veranstaltung führen. Ich selbst bin seit 2009 bei der DKE als Normungsmanager tätig und schwerpunktmäßig für das Gremium K221 elektrische Anlagen von Gebäuden und Schutz gegen elektrischen Schlag verantwortlich und somit unter anderem für die Normen der Reihe DienstVDE 0100 Ihr Ansprechpartner. So, bevor Reinhard mit dem Vortrag losgeht, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet. Das hat den Hintergrund, dass Störgeräusche vermieden werden sollen. Sie können natürlich trotzdem mit uns kommunizieren, wie Sie es auch teilweise schon tun. Dazu nutzen Sie bitte unsere Fragen- und Antwortfunktion rechts in Ihrem Bildschirm. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. So, ich werde jetzt das Wort an Herrn Pelter übergeben, der mit seinem Vortrag beginnen wird. So, einen schönen guten Morgen auch von mir, sehr geehrte Teilnehmer. Das Thema des Vortrags ist die Neuveröffentlichung der IEC 61140, Protection Against Electric Shock, Common Aspects for Installation and Equipment, Basisnorm für Schutz gegen elektrischen Schlag. Wurde diese Norm bereits veröffentlicht. Europäische Fassung bei Zenner, das hat glaube ich im Mai und die deutsche Fassung der VD 0140 Teil 1 wird im Herbst durch die DKE. Bevor wir endgültig in die Details der 61140 einsteigen, gleich mehrere Dinge, die ich vorab erwähnen möchte. Zum einen, wie Sie sehen, sind die Folien englisch. Bitte dafür um Entschuldigen, sollte das ein großes Problem sein. Bitte mir auch mit des Seminars wissen, wenn es kein Problem ist, umso besser. Die 61140 besteht aus 8 Hauptabschnitten. Ich kann natürlich nicht alle im Detail erwähnen. Was ich komplett weggelassen habe, ist der Teil 3. Das sind die Begriffe, Begriffsbestimmungen, Definitionen, über die man trefflich mehrere Stunden diskutieren kann. Und ich habe den Abschnitt 8 besondere Bedingungen und Anforderungen für Service und Maintenance und die Eigenschaften auch komplett weggelassen. Noch einmal kurz der Hinweis auf den IEC Guide 104. Ein genereller Guide, der von IEC ARCOS herausgegeben wird und der den Inhalt als Inhalt von Sicherheit hat und
die Anwendung von Sicherheitsgrundnormen verantwortlich für die Vergabe dieser sogenannten horizontalen Sicherheitsfunktion ist ACOS, das beratende Komitee zu Sicherheitsfragen, das eine Empfehlung ausspricht, das vom SMB, dem obersten technischen Verwaltungsorgan der IEC, genehmigt, in der Regel genehmigt wird oder eben auch nicht. Eine Sicherheitsgrundnorm wie die 61140 ist eine Norm, die sich mit einem ausgewählten Thema beschäftigt, das horizontal über alle technischen Komitees oder fast alle technischen Komitees der IEC von Interesse ist. Und das Statement oder der Satz in dem Guide 104 lautet, dass die Produkt-DCs, wenn sie die entsprechenden Sicherheitsanforderungen in ihren Normen schreiben, die Sicherheitsgrundnormen oder auch die Gruppensicherheitsnormen anwenden sollen. Also sie sollen da hineinschauen, wenn sie ihre Konzepte entwickeln, in dem Fall das Konzept für den Schutz gegen elektrischen Schlag. Dem Guide an 104 ist dann im Anhang B vermerkt, welche horizontalen Sicherheitsfunktionen das es gibt, und das Komitee DC64 hat die Funktion Schutz gegen den elektrischen Schlag. Kommen wir zum Scope, also Geltungsbereich der Norm. Da steht nochmal, dass sie entsprechend den Anforderungen der IEC-Richtlinien entworfen worden ist. Wieder, das ist wieder ein Bezug auf die Guides, die für die generelle Formulierung ist. Dann ist diese internationalen Grundnormen nach dem Guide 101, sondern gerichtet an technische Komitees, wenn sie elektrischen Schlag. Das zeigt auch die Bedeutung. Wenn ein technisches Komitee also Schutz gegen elektrischen Schlag abdecken muss, muss sie in die 61-140 schauen. Sie ist jedoch nicht geeignet für Hersteller von Produkten und für die Errichter von Anlagen. Ganz deutlich, sie ist an die Komitees gerichtet. Nichtsdestotrotz hat sie natürlich einen sehr hohen Einfluss auf die IEC-Welt, weil sie eben entsprechend des Guide 104 von den Produktkomitees verwendet werden. Der Scope oder Geltungsbereich der 61-140 besagt, dass es die grundsätzlichen Anforderungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag, für Anlagen, Systeme und Betriebsmittel gibt und für deren Koordinierung. Ohne Spannungsgrenzen oder Spannungsformen und Stromcharakteristiken, allerdings begrenzt auf Frequenzen bis 1000 Hertz. Warum bis 1000 Hertz? Es gibt eine weitere IEC-Sicherheitsgrundnorm, die IEC-60479. Da sind verlässliche Daten für den Strom durch den menschlichen Körper bis maximal 1 kHz erhältlich. Einige grobe Angaben bis ca. 10 kHz, aber dann hört es bereits auf. Also haben wir uns in der IEC-61140 eben auch auf diesen Frequenzbereich konzentriert. Alles darüber hinaus werden nach aktuellen Standabschätzungen
verspricht auch ungefähr den Bereich, in denen die Spannungsversorgungen, den Frequenzbereich, in dem die Spannungsversorgungen erhältlich sind. Einige der Abschnitte beschäftigen sich mit Niederspannung, einige nur mit Hochspannung. Und bei IEC im Gegensatz zu vielen Ländern gibt es keinen Mittelspannungsbereich. Das sollte zum Verständnis bekannt sein. Die Niederspannung geht bis 1000 Volt AC und 1500 Volt DC. Und danach geht nach IEC-Verständnis die Hochspannung los. In einer Anmerkung wird des Weiteren empfohlen, dass man alle Arten von Spannungen, alle Mischarten betrachten sollte, um auch entsprechend die Art der Felderströme analysieren, bestimmen zu können für die Entwicklung des Schutzes gegen elektrischen Schlag. Im Gegensatz zu früher sind ja nicht mehr rein sinusförmige Spannungen überlagerte Spannung jeder erdenkliche Art und viele Spannungen können. Nochmal kurz die zu den Definitionen. Das, die sind im Teil 3 enthalten, den ich aber hier nicht erwähne. Im Teil 4 anschließend sind die fundamentalen Regeln. Teil 4 der 6141 beschäftigt sich mit den grundsätzlichen Regeln des Schutzes gegen elektrischen Schlag. Und der Schlüsselsatz ist eben, dass gefährliche leitfähige Teile nicht berührbar werden dürfen und berührbare leitfähige Teile nicht gefährlich werden sollen. Weder unter normalen Bedingungen, der elektrische Schlag ist definiert als ein physiologischer Effekt, der durch aus einer Körper resultiert. Diese Körperdurchströmung kann gefährlich, gesundheitsgefährdend sein oder eben nicht gefährlich. Gesundheitsgefährdend ist natürlich Herzkammerflimmern, Verbrennungen, werden. Reaktionen eine unangenehme Reaktionen hervor. Und all diese Effekte sollen dann die Produktkomitees entsprechend ihre Produkte betrachten und anwenden. Weil selbst muskuläre Reaktionen, Muskelverkrampfung, Verströmung können und bei bestimmten Produkten selbstverständlich nicht gewünscht sein, nicht gewollt sein. Ich denke da an Spielzeuge zum Beispiel. Was noch im letzten Satz auf dieser Folie steht, wir begrenzen die Betrachtungen auf Menschen und Nutztiere. In früheren Normen stand Animals, also Tiere, drin, aber wir können nicht alle Tiere, nicht mal alle Haustiere bewusst vom elektrischen Schlag schützen. Wenn man sich vorstellt, welche Art von Haustiere es schon bei uns in den Haushalten überall gibt. Also ist die Begrenzung ausdrücklich auf Nutztiere. Diese in der vorherigen Folie erwähnte grundsätzliche Regel für den Schutz gegen elektrischen Schlag unter normalen, sprich fehlerfreien Bedingungen zu erfüllen,
wird ein Basisschutz in der Regel gefordert. Auf den kommen wir dann noch im Detail in den nächsten Folien zurück. Und es wird für Anforderungen in der Norm zwischen Hochspannung und Niederspannung unterschieden. Der Basisschutz bei Niederspannung ist beispielsweise durch Basisisolierung oder ähnliche Maßnahmen, also ein Berührungsschutz entwickelt. Bei Hochspannung kann bereits das Betreten einer Gefahrenzone bereits verhindert, und das ist dort nach dortigem Verständnis der Basisschutz. Was neu in die 61/140 auch dazugekommen ist, ist die Übernahme der IEC 60449. Die 60449 ist eine sehr alte Norm von 1973, die die sogenannten Spannungsbänder, die nun Spannungsbereiche bei uns heißen, festgelegt hat. Das heißt ELV, also Kleinspannung, Niederspannung und Hochspannung. Das war das, was in der 60449 war. Und da haben wir den Auftrag gefasst, die Inhalte auch in die 61/140 zu übernehmen. Hier sind dann die Inhalte, die von der 60449 in die 61/140 umgesetzt wurde. Zum einen die Beschreibung der Spannungsbänder, Hochspannung, Niederspannung, aber auch eben beschrieben in Bezug auf Schutz gegen elektrischen Schlag. Und bei der Hochspannung sagt man, dass der Schutz gegen elektrischen Schlag durch besondere Maßnahmen, insbesondere Signalausgleich, festgelegt wird. Bei der Niederspannung wird der Schutz gegen elektrischen Schlag sichergestellt, zum einen durch Basisschutz, und im Allgemeinen wird auch noch ein fairer Schutz gefordert. Wie man unten an der Tabelle sieht, die ist leicht verändert im Vergleich zu 60449, ist ELV, also Kleinspannung, ein Teil der Niederspannung, und nur in Bezug auf Schutzmaßnahmen wird ELV von der Niederspannung unterschieden, weil wir ja bei Kleinspannung eventuell den Basisschutz weglassen kann oder anders konzipieren kann. Dann ist noch im Hauptabschnitt 4 beschrieben, was eine Einzelfehlerbedingung ist. Einzelfehlerbedingung, und in manchen Fällen betrachtet man auch noch zusätzlichen Schutz. Also man braucht hier einen Fehlerschutz und manchmal auch einen zusätzlichen Schutz. Dies kann erreicht werden durch eine weitere Schutzmaßnahme mit zusätzlich zum Basisschutz, den wir ja vorher erwähnt haben, als eine verstärkte, die gleichwertig ist zu einem Basisschutz plus einem Fehlerschutz. Immer unter Berücksichtigung der entsprechenden Fehlerbedingungen. Also wird hier unterschieden zwischen zwei voneinander unabhängigen Schutzvorkehrungen. Unter der Bedingung, dass gleichzeitig ein Fehler von zweier unabhängiger Schutzmaßnahmen nicht auftreten darf. Wir gehen davon auch aus, dass gleichzeitig eine Schutzmaßnahme für den Basisschutz und eine Schutzmaßnahme für den Fehlerschutz nicht defekt werden kann. Und dann verlässt man sich auf die verbleibende
Schutzmaßnahme, der effektiven, eine der beiden noch wirksamen Schutzmaßnahmen. Oder man nimmt eben eine verstärkte Schutzmaßnahme, die eben den gleichen Schutz erfüllt wie wie der Basisschutz und der Fehlerschutz. Zum Beispiel Stichwort doppelte verstärkte Isolierung bei Klasse 2 Betriebsmittel. Neu in der 61/140 betrachtet wird der zusätzliche Schutz. Das ist eine Maßnahme, die es schon länger gibt, aber in der Vorgängernorm 61/140 noch in keinster Weise betrachtet wurde. Auch neu in dieser Publikation hinzugekommen sind die Betrachtungen von weiteren Effekten des Stromes durch den menschlichen Körper, sprich Verbrennungen. Hier sind Lichtbögen erwähnt, die zu Verletzungen, aber auch zum Tod führen können, wie bekannt ist. Und es wird auch der Schutz gegen andere physiologische Effekte erwähnt, die kaum oder gar keine gesundheitliche Folgen haben, jedoch trotzdem nicht erwünscht werden können, sein können. Beispielsweise Schreckreaktionen, die zu sogenannten Sekundärunfällen führen können. Wenn beispielsweise jemand zurückzuckt, stolpert oder von einer Leiter fällt, das sind so Sekundärreaktionen, die unter bestimmten Bedingungen, die man betrachten muss, verhindert werden sollen. Diese physiologischen Effekte, die nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend sein müssen, sind muskuläre Reaktionen, elektrostatische Entladungen oder auch thermische Effekte. Wärme- oder Hitzeempfinden kann auch schon zu Schreckreaktionen führen. Im Abschnitt 5 werden dann in der 61/140 die sogenannten Schutzvorkehrungen beschrieben. Eine Anzahl von Schutzvorkehrungen. Warum Vorkehrung, nicht Maßnahme? Man wollte eben genau das vermeiden, dass man sagt, eine Schutzmaßnahme besteht als eine Maßnahme für den Basisschutz und eine Maßnahme für den Fehlerschutz. Man hat hier bewusst gesagt, dass wir für die Einzel-, jetzt sage ich nochmal Maßnahmen, ein anderes Wort verwenden, in dem Fall aus dem Englischen Protective Provision, kam dann das deutsche Wort Schutzvorkehrungen heraus. Also es gibt Schutzvorkehrungen, Einzelvorkehrungen für den Basisschutz und für den Fehlerschutz. Die hier aufgelisteten und aufgeführten Schutzvorkehrungen werden als gleichwertig betrachtet. Wir gehen davon aus, dass alle diese Vorkehrungen den gleichen Schutzgrad bieten, sodass sie dann von den technischen Komitees nach Eignung ausgewertet werden müssen. Natürlich kann nicht jedes Produktkomitee oder jedes technische Komitee jede Schutzvorkehrung, die hier aufgeführt ist, anwenden. Einige dieser Schutzvorkehrungen zuerst mal für Basisschutz habe ich hier trotzdem erläutert als Beispiele, weil sie typisch sind und häufig angewendet werden. Das eine ist natürlich die Basisisolierung, die ein stromführendes Teil abdeckt und somit direktes Berühren, wie es auch früher ist, verhindert. Oder eben Schutz durch Umhüllungen,
eines gefährlichen leitfähigen Teiles, eines stromführenden Teiles, wie hier beispielhaft aufgeführt, das ist eine Elektroheizung im eigenen Haushalt mal fotografiert, in einer entsprechenden Umhüllung, also ein Gehäuse. Da gibt es natürlich auch Anforderungen entsprechend der Schutzarten. IP2X ist hier unten erwähnt oder IPXXP, das ist der Schutz gegen elektrischen Schlag. Weitere Vorkehrungen für den Basisschutz sind Hindernisse oder Platzieren außerhalb des Handbereiches. Hindernisse sollen natürlich den direkten Zugang zu einem stromführenden Teil verhindern. Hier sind Mindestabstände vorgegeben oder bei den Bohrungen auch maximale Durchmesser der Bohrungen. Das hat wiederum was mit der IP-Schutzart zu tun und dem bekannten Prüfschwinger aus der 60529. Eine weitere typische, allerdings nur für Anlagen anwendbare Schutzmaßnahme ist das Platzieren außerhalb des Handbereiches. Hier sind Mindestabstände vorgegeben, nach oben beispielsweise größer gleich 2 Meter oder die Spannweite zwischen zwei Armen auch größer gleich 2,5 Meter als Mindestabstand. Wobei hier auch noch in dem Komitee diskutiert wurde, was die geeigneten Abstände möglich sind, sodass die 2,5 Meter, die hier erwähnt sind, einen Kompromiss darstellen. Ja. Es gibt natürlich Nordländer, die in Anspruch genommen haben, dass diese Distanz nicht reicht. Es gab auch asiatische Teilnehmer, die sagten, dass die überzogen ist. Insofern eine weitere Basisschutzmaßnahme ist natürlich die Begrenzung der Spannung. Wie sie hier aufgeführt wird, da wird gesagt, dass der Basisschutz zwei Dinge fordert oder die Erfüllung zweier Bedingungen, 1 und 2 erfordert. Das eine ist die Begrenzung der Spannung und das andere ist die Anwendung einer bestimmten sicheren Stromquelle, die Self- oder Belf-Charakter hat. Bezüglich der Spannung, das ist die Nummer 1, wird gesagt, dass 25 Volt AC oder 60 Volt DC nicht überschritten werden dürfen, wenn das Betriebsmittel unter normalen Bedingungen angewendet ist und in trockener Umgebung und großflächiges Berühren nicht in Frage kommt oder nicht möglich ist. Großflächiges Berühren, das bedeutet die komplette Handfläche eines erwachsenen Menschen, 80 mal 80 Millimeter. Und unter B steht dann 6 Volt AC oder 15 Volt DC für alle anderen Fälle. Das ist natürlich eine extrem niedrige Spannung. Aber es war sehr schwierig für das Komitee, sich für höhere Spannungen zu entscheiden. Die sind auch in der IEC 60479 Teil 5 so vorgegeben. Denn diese Spannungen sind dann wirklich in feuchter Umgebung, salznass, für alle denkbaren Bedingungen, Kleinkinder und so weiter anwendbar. Und insofern hat man beschlossen, hier relativ niedrig zu gehen. Nur dann kann man von jeder weiteren anderen Schutzmaßnahme absehen.
also sehr konservativ angenommen. Und hier nochmal der Verweis, wo entnommen wurden aus der 6479 Teil 5. Die Bilder 12 und ein, beziehungsweise 21. Und für DC 5 und Bilder 14. Dann wird noch auf die Stromquellen unter 2 verwiesen, die Self- oder auch BELF-Qualität, Self ist Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung, haben müssen. Das sind die aufgeführten Stromquellen. Aber das bedeutet nicht, dass das ein komplettes Self-System sein muss, denn ein Self-System bezieht sich ja nicht nur auf die Stromquelle, sondern auf die Stromkreise, auf die Self-Stromkreise. Da gibt es noch zusätzliche Anforderungen und hier sind nur die Quellen gemeint. Ein weiterer wichtiger Satz steht ganz unten. Es musste anerkannt werden, dass eine genaue Angabe von Spannungsgrenzen von einer sehr großen Anzahl von Einflussfaktoren abhängt. Im Endeffekt ist das die Botschaft an die Produktkomitees, dass sie selber über die Anwendung ihrer Produkte nachdenken müssen und selber die Grenzwerte der Spannung abschätzen und festlegen müssen. So, im zweiten Teil des Hauptabschnitts 5 beschäftigt man sich mit dem Fehlerschutz, das heißt die Schutzvorkehrungen für den Fehlerschutz, hier auch nur einige ausgewählte Vorkehrungen, nämlich die zusätzliche Isolierung, die Beanspruchung widerstehen muss, wie die Basisisolierung, also hat man hier entweder zwei Lagen der Isolierung oder eine verstärkte Isolierung, die den Ansprüchen beider, der beiden anderen, nämlich der Basis und der zusätzlichen Isolierung, widersteht. Weitere Schutzvorkehrungen sind natürlich die bekannte, der bekannte Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung, die hier erwähnt wird. Hier wird ein Potentialausgleichssystem gefordert, so dass die Abschalten der Stromversorgung in den geforderten Zeiten erfüllt werden kann. Auch hier wieder der Verweis auf die Zeitstromkennlinien und Grenzen entsprechend der IEC 60479. Also wir beziehen hier unsere Spannungsgrenzen, Spannungswerte eben auch aus der IEC 60479, der Teile 1, 2, 3 bis 5. Die habe ich ja schon mal erwähnt und daher generieren sich bei uns in der 61140 die Grenzwerte. Der nächste Punkt ist dann die Schutzschirmung, also ein leitfähiger Schirm, der zwischen den gefährlichen leitfähigen Teilen platziert wird, sodass kein Zugang zu diesem gefährlichen leitfähigen Teil möglich ist und der mit dem Potentialausgleichssystem verbunden sein muss. In der Hochspannung sieht es anders aus, da werden Schutzmaßnahmen gefordert, die den Fehler melden, anzeigen bzw. auch abschalten können, entweder automatisch oder eben mechanisch. Hintergrund ist natürlich, dass man eine Mittelspannungsanlage oder Spannungsanlage nicht bei einem Fehler in einem Stromkreis sofort abschalten. Eine weitere Schutzmaßnahme bei einfacher Trennung ist die einfache Trennung, die eben durch Basisisolierung
erreicht werden kann, die für die im Stromkreis höchste Spannung bemessen sein muss. Die nicht leitfähige Umgebung. Hier wird gefordert, dass eine Schutzimpedanz gegen Erde von 50 Kiloohm bei einer Maximalspannung von 500 Volt eingeführt wird, beziehungsweise 100 Kiloohm für Systeme bis 1000 Volt AC oder 1500 Volt AC. Daraus ergibt sich 50 Kiloohm, 500 Ohm die bekannten 10 mA, was ungefähr die Grenze für, für die Loslassschwelle bei muskulären Verkrampfungen ist. Die letzte erwähnte Schutzmaßnahmen für den Fehlerschutz ist Potential Grading. Also die zum Beispiel in der Landwirtschaft benutzten Gitter zum Potentialausgleich oder zur Reduktion der Schrittspannung. Zum Schluss im Abschnitt 5 haben wir die verstärkten Schutzmaßnahmen, die ich zum Teil auch schon erwähnt habe, nämlich die verstärkte Isolierung, die den gleichen Beanspruchungen widerstehen kann wie die doppelte Isolierung, also die Isolierung bestehend aus Basis und zusätzlicher Isolierung, dann die Schutztrennung zwischen den Stromkreisen, für die man die Basisisolierung und zusätzliche Isolierung benötigt oder eine verstärkte Isolierung oder einen Schutzschirm oder eben je nach Möglichkeit die Kombination der vorher genannten Schutzmaßnahmen. Des Weiteren eine strombegrenzte also eine mit begrenztem Strom, der unter allen Bedingungen bestimmte Werte nicht überschreiten darf. Und die Schutzimpedanz, die auch den Berührungsstrom verlässlich auf ungefährliche Werte begrenzt. Zum Abschluss kommt das, was ich erwähnt habe, was neu ist, nämlich der zusätzliche Schutz, der bisher nicht in der 61140 erwähnt wurde. Da sehe ich, dass sich in der Zeichnung ein Fehler eingeschlichen hat. Bei dem Transformator links ganz oben. Die Doppelkreise sind natürlich so nicht beabsichtigt. Der Teufel steckt im Detail, das haben wir lassen. Alles steht. Aber es gibt zwei Methoden für den zusätzlichen Schutz, nämlich der Schutz durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung, I-Delta 1 kleiner gleich 30 mA. Das denke ich bekannt. Die berühmte 30 mA FI, der im Falle eines Versagens der anderen Schutzmaßnahmen oder bei mangelnder Sorgfalt des Anwenders gegen elektrischen Schlag schützt. Hier ist nur ein Beispiel aufgeführt, eine Durchströmung beim Bruch eines Schutzleiters und gleichzeitig ein Fehler der Basisisolierung gegen das Gehäuse eines Klasse 1 Betriebsmittels. Es würde eine Durchströmung des Körpers zur Folge haben und der 30 mA FI schaltet sofort ab in der geforderten Zeit. Dann der Schutz durch einen zusätzlichen Schutzpotentialausgleich, der verhindert soll, dass fremde leitfähige Teile und Körper eines Betriebsmittels Spannungs
Potenzialunterschiede annehmen können, die, wenn sie gleichzeitig berührbar sind. Das heißt, es ist ein, ja, eine Maßnahme, um Potenzialgleichheit zwischen Körpern und spannungsführenden Teilen, bremsenleitfähigen Teilen herzustellen. Entschuldigung. Nächste. Was wir hier sehen, und ich hoffe, man kann es beim Vollbildmodus einigermaßen lesen, sind jetzt Kopien aus der 61-140 selbst. Die sind im Anhang dieser Bilder, die jetzt auf den nächsten drei Seiten folgen, sind im Anhang der EN 61-140 bzw. der zukünftigen VDE 01-140-1 und stellen als Anfang sehen Sie die Schutzmaßnahmen und die Schutzvorkehrungen, genannt hier Provisions, haben Sie rechts. Zum einen die Maßnahmen für den Basisschutz, kombiniert mit den Maßnahmen für den Fehlerschutz. Und daraus gibt sich eine vollständige geeignete Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung ist ungefähr in der Mitte des Bildes dargestellt und ist im Abschnitt 6.1 der Norm beschrieben. Die ganzen Maßnahmen bestehen eben, wie aufgeführt, aus einer Kombination von Basisschutzvorkehrungen und Fehlerschutzvorkehrungen. Hier sind die weiteren Schutzmaßnahmen aufgeführt, nämlich die Maßnahmen mit Begrenzung von Spannung und Ladung, die bereits erwähnten Self-Systeme, Belt-Systeme oder eben ganz unten die Begrenzung von Strom und Ladung. Belt-Systeme bestehen eben aus einer Sicherheitsstromquelle und weiteren Schutzmaßnahmen für den Fehlerschutz, zum Beispiel die Trennung durch Basisisolierung oder andere Basisschutzmaßnahmen von anderen Stromkreisen, wie PELF und SELF, oder durch doppelte oder verstärkte Isolierung von Stromkreisen von höherer Spannung. Hier noch einmal das, was wir gerade in dem Bild gezeigt haben, den zusätzlichen Schutz, entweder durch eine RCD 30 mA mit entsprechenden Maßnahmen für Basisschutz oder der zusätzliche Schutz durch einen zusätzlichen Potentialausgleich. Dann möchte ich noch auf den Abschnitt, Hauptabschnitt 7 der 61-140 verweisen. Hier geht es um die Koordinierung der Betriebsmittel und der Schutzmaßnahmen in einer Anlage. Hier werden die Betriebsmittel entsprechend ihrer Schutzart klassifiziert bzw. entsprechend ihrer Konstruktion in Bezug auf Schutz gegen elektrischen Schlag. Der Schutz kann erreicht werden bei einer geeigneten Kombination von Konstruktionsmaßnahmen, Funktionsmaßnahmen, zusammen mit der Art der Installation oder der Installationsmethode. Und das ist eine Sache, der sich die entsprechenden Schutzmaßnahmen Abschnitt 6, nach Abschnitt 6, den er die Betriebsmittel sind klassifiziert nach ihrer Art. Die Klasse 0 wird bei uns in Europa so gut wie nicht verwendet. Hier gibt es eine Basisisolierung für den Basisschutz, jedoch keinen Fehlerschutz. Der Fehlerschutz wird dann durch die Anlage vorgenommen.
typisch ist dies nach wie vor in Ländern, die eine Versorgung für die Endstromkreise von 100 bis 125 Volt haben. Das Thema Schutz gegen elektrischen Schlag oder Herzkammerflimmern nicht so gefährlich ist wie bei 230 Volt Anlagen. Aber wir DC64 versuchen zu empfehlen, dass die Klasse 0 Betriebsmittel in den IEC-Normen nicht mehr angewendet werden. Aber in USA, Kanada beispielsweise, aber auch Mexiko gibt es solche Anwendungen und die wird es auch weiterhin geben. Und nachdem die IEC nun mal eine internationale Norm ist, ist es uns nicht gelungen, die hier rauszunehmen. Dann typisch ist das Klasse 1 Betriebsmittel, Basisisolierung für den Basisschutz und Schutzpotenzialausgleich für den Fehlerschutz. Also hier wird der Schutz durch Erdung und automatische Abschaltung der Stromversorgung durchgeführt. Klasse 2 Betriebsmittel, das Doppelquadrat, wie man auch unten in der Tabelle sieht. Hier ist die Basisisolierung für den Basisschutz gefordert und eine zusätzliche Isolierung für den Fehlerschutz oder eben eine verstärkte Isolierung, die beides bewirkt, Basisschutz und Fehlerschutz. Die Klasse 3 Betriebsmittel sind Betriebsmittel mit Begrenzung der Spannung für eine Spannung von maximal 50 Volt von AC, DC bzw. 120 Volt DC entworfen sind. Hier beruht der Schutz auf die Begrenzung der Spannung und eine entsprechende Charakteristik der Spannungsversorgung. Unten sind nochmal aufgeführt die Symbole für die entsprechende Klassifizierung der Betriebsmittel Klasse 1 und Klasse 1. Das Erdungssymbol Klasse 2 ist das Doppelquadrat und Klasse 3 mit der Römisch 3 in der Raute. Ja, vielen Dank. Das war meine Ausführung. Wie gesagt, es ist noch einiges mehr drin. Aber um den Zeitrahmen nicht zu sprengen, habe ich mich hauptsächlich auf die Schutzmaßnahmen selbst konzentriert. Ich habe mit einem Auge mitbekommen, dass hier einige Fragen aufgetaucht sind, die wir versuchen, im Nachgang zu bearbeiten. Ich bitte um Entschuldigung, wenn wir es nicht direkt in dem Vortrag geregelt haben. Es waren einige Fragen und ich wollte den Vortrag nicht komplett unterbrechen. Eine Frage kann ich gleich beantworten, ob es möglich ist, die Folien in deutscher Sprache zu kriegen. Ja, aber sicher nicht morgen, da bitte ich um Entschuldigen, aber es ist kein Problem, das Ganze auf Deutsch aufzubereiten. Eine Zusammenfassung der Neuerungen gibt es auch. Die hat Herr Bartel, glaube ich, gestern schon kurz erwähnt. Kann man natürlich auch zur Verfügung stellen. So, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an den Moderator Dirk. Ja, vielen Dank, Reinhard, für deinen Vortrag, sehr informativen Vortrag. Und wie du schon gesagt hast, werden wir die Fragen noch im Nachgang beantworten und auch eine deutsche Version der Präsentationen zu gegebener Zeit nachreichen. Ich bitte, wenn es bei dem einen oder anderen Tonprobleme gab, dies zu entschuldigen und würde mich freuen, wenn Sie an der noch folgenden Umfrage, nachdem das Webinar geschlossen wurde bzw. von Ihnen beendet wird, bekommen Sie eine automatische Aufforderung, an einer Umfrage mitzuwirken und da vielleicht auch nochmal die ein oder andere Anfrage zu schildern. Da können wir dann nochmal ganz explizit
sehen und wir sind natürlich auch darum bemüht, jede Anregung zur Verbesserung aufzunehmen und das auch umzusetzen. Zu allerletzt, im Anschluss stellen wir Ihnen nochmal einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung, um sich das Ganze auch noch einmal in Ruhe ansehen und anhören zu können. So, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und wir würden uns freuen, Sie zu einem anderen Thema auch nochmal begrüßen zu dürfen.